Gleich in den TV Berlin Nachrichten: Siemens Mitarbeiter befürchten das Schlimmste. Gefangener betreibt offenbar Islamismus-Propaganda aus dem Knast heraus. Und das Wetter, das verregnete Wetter, hält sich leider auch in der kommenden Woche. Mehr zu den genauen Aussichten am Schluss der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 17. November. Nach gut 15 Stunden Verhandlungsmarathon haben die Unterhändler der Jamaika-Parteien CDU, CSU, FDP und Grünen ihre Sondierung am Freitagmittag fortgesetzt. Auch am Samstag solle noch weiter verhandelt werden. Das Pokern der Parteien um ihre Position war in der eigentlich letzten Runde dann doch nervenaufreibend. Danach zeigten sich alle Unterhändler dennoch zuversichtlich. Konkrete Ergebnisse wurden jedoch nicht genannt. Offenbar kriselte es noch gewaltig bei den Themen Migration, Landwirtschaft, Verkehr und Energie. Vor allem die CSU und die Grünen lieferten sich hier äußerste Kämpfe. Manche Verhandlungspartner sehen auch den Sonntag als möglichen Verhandlungstag, um Neuwahlen zu vermeiden. Unabhängig davon befragte TV Berlin am Freitag Berlins Regierungschef und SPD-Landesvorsitzenden Michael Müller zu den Verhandlungen. Es ist offensichtlich das passiert, was wir von Anfang an ja erwartet hatten, dass es eben doch große inhaltliche Differenzen gibt, vor allen Dingen auch in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, der Verkehrspolitik. Und darüber scheint es auch noch keine Einigung zu geben. Aber ich glaube, es wird jetzt wirklich darauf ankommen, vor allen Dingen deutlich zu machen, ob diese Koalition auch in Bereichen, die für Berlin wichtig sind, einen Schritt nach vorne machen will, wie zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau. Wie werden Arbeitsplätze angesiedelt, auch in strukturschwächeren Regionen wie Ostdeutschland oder Berlin. Darüber wurde noch gar nicht ernsthaft verhandelt und das muss jetzt noch kommen. Doch wenn die Verhandlungen doch noch scheitern, steht laut Müller keine SPD für eine große Koalition zur Verfügung. Sehe ich im Moment gar nicht, dass das ernsthaft eine Option für die SPD ist. Es war ein dramatisch schlechtes Wahlergebnis, wo, glaube ich, auch viele erwarten, dass es eine Form von Neuanfang in der SPD gibt. Es gibt eine rechnerische Mehrheit für die Jamaika-Koalition und da müssen nun alle ernsthaft ihrer Verantwortung auch gerecht werden und entsprechende Gespräche führen. Ein inhaftierter Islamist soll nach einem Medienbericht aus der Justizvollzugsanstalt Tegel heraus islamistische Propaganda betrieben haben. Es handelte sich um einen anschlagsbereiten Gefährder, berichtet die Morgenpost am Freitag unter Berufung auf Behördenquellen. Auf einem unter Alias-Namen geführten Facebook-Account erschienen dem Bericht zufolge Einträge über den getöteten Al-Qaida-Chef Osama bin Laden und die Terrormiliz Islamischer Staat. Mitarbeiter aus dem Umfeld der Sicherheits- und Justizbehörden gehen demnach davon aus, dass die Einträge von dem Häftling Mohammed A. verfasst wurden. Vor der Siemens-Zentrale in Siemensstadt haben Mitarbeiter des Elektrokonzerns am Freitag gegen den geplanten Abbau von 6.900 Stellen protestiert. Nach Angaben der IG Metall versammelten sich 1.300 Beschäftigte auf dem Betriebsgelände, um gegen die Pläne zu demonstrieren. Die Gewerkschaft hatte zu dieser Kundgebung aufgerufen, nachdem Siemens, wie berichtet, am Donnerstag seine Pläne öffentlich gemacht hatte. Siemens macht 6,5 Milliarden Gewinn und anstatt in die Zukunft zu investieren, meint Joe Keser, also der CEO von Siemens, es gibt ein bisschen weniger Marge. Man muss sehen, es wird immer noch Marge gemacht und deshalb schmeißt er die Leute raus. Das geht absolut nicht und ist eine Kampfansage an die Beschäftigten, an den Industriestandort Deutschland und auch an den Industriestandort Berlin. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Freitag sein Urteil zu einem Berliner Polizisten unter Neonazi-Verdacht ausgesprochen. Das Land Berlin will den Mann aus dem Beamtenverhältnis entfernen und nach dem neuerlichen Urteil darf das Land dies auch. Der Polizeikommissar trägt mehrere rechte Tattoos und es existieren Fotos von ihm, auf denen er den Hitlergruß zeigt. Der Beamte habe damit gegen seine besondere Pflicht zur Verfassungstreue verstoßen, argumentiert das Land. Der Leipziger Entscheidung wird grundsätzliche Bedeutung beigemessen. Es geht um die Frage, was sich Beamte im Spannungsfeld zwischen Verfassungstreue und Meinungsfreiheit leisten dürften. Das Gericht stellte diese Verfassungstreue nun demnach ganz oben an bei der Urteilsbegründung. Der Beamte muss gehen. Die Arbeitsverwaltung hat die verkaufsoffenen Sonntage für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht. Demnach dürfen Berliner Geschäfte von 13 bis 20 Uhr während der Grünen Woche, der Berlinale und der ITB am Sonntag öffnen, wie die Senatorin für Arbeit Ecke Breitenbach von der Partei Die Linke am Freitag sagte.
Nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz darf der Senat pro Jahr insgesamt 8 verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage zulassen. Die Berliner Volksbank errichtet in den kommenden Monaten ihre neue Zentrale mitten in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dazu kam am Vormittag der Vorstand und sogar Berlins regierender Bürgermeister, um den Grundstein des neuen Verwaltungsgebäudes an der Bundesallee zu legen. Michael Müller betonte, wie wichtig es ist, dass Arbeitsplätze geschaffen und erhalten bleiben. Die Volksbank selbst ist stolz, gerade auch mit dem Neubau das Thema Nachhaltigkeit zu unterstützen. Mehr dazu übrigens Montagabend in einem Thema des Tages, dann auch mehr zur weiteren baulichen Entwicklung in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sternekoch Christian Lohse verlässt das Restaurant Fischers Fritz im Hotel Regent. Wir haben uns einvernehmlich getrennt, sagte eine Hotelsprecherin am Freitag. Das Restaurant werde von Januar bis März modernisiert und soll im April wieder öffnen. Unter welchem Namen und mit welchem Konzept ist noch offen. Lohse, der auch durch Fernsehauftritte bekannt ist, bleibt demnach bis Ende des Jahres. Er werde auch für die Festmenüs an den Feiertagen in dem 2-Sterne-Restaurant mit verantwortlich sein. Zehntausende Fichten, Tannen und andere Nadelbäume in Forsten und Plantagen Brandenburgs werden in diesen Tagen für die Weihnachtszeit gefällt. Ein großer Teil der in Berlin und Brandenburg verwendeten Weihnachtsbäume kommt nämlich aus der Region. Der Frost im Frühjahr und die Stürme im Herbst hätten keine größeren Schäden verursacht. Die Preise für den laufenden Meter würden wie in den Vorjahren zwischen 14 und 20 Euro liegen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist nur leicht bewölkt und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen um die 2 Grad. Am Samstag frischt der Wind auf und es weht teils kräftig aus westlicher Richtung. Der Wind bringt auch neue Regenwolken mit sich. Die Tageshöchstwerte liegen um die 6 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage? Verregnet und teils stürmisch geht es auch am Sonntag weiter. Mit Beginn der neuen Arbeitswoche wird es leider nicht viel angenehmer. Lediglich der Wind lässt nach. Erst am Dienstag geht dann auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit zurück. Dabei fallen aber auch die Temperaturen. Am Sonntag und am Montag liegen die Höchstwerte bei 6 und am Dienstag nur noch bei 2 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss bis Montag.